Ein Event der besonderen Art gab es Ende April bei Schubert Stone in der Breitenfurter Straße. Steinmetzmeister Thomas Schubert brachte Gäste aus den verschiedenen Branchen. Ja, seit dem Jahr 2004 bin ich auch ein Netzwerker und nicht nur Steinmetzmeister. Und weil man beim Wohnen verschiedene Dinge, schöne Dinge braucht. Und ich bin gerne ein Ideenspender. Ganz einfach, andere Dinge außer meines Bereiches unseren Besuchern, Interessenten zu zeigen. Und ganz besonders sollen auch Architekten informiert werden, was gibt es Neues am Markt, was gibt es für Neuheiten. Und das hat mich bewogen, das hier zu machen, um einmal eine Veranstaltung zu machen, die mehr bietet, als nur immer wieder meine gleichen Steine zu zeigen. In der Tat ging es hier um Materialien und Texturen, die das Herz der Besucher höher schlagen ließen. Es ist immer beeindruckend, wenn ich Architekten sehe, dass die vom ersten Grundstücksbeurteilung über Aushub, über Kanalrohre und Beton und sich überall so auskennen. Wir haben den großen Vorteil, wir beschäftigen uns nur mit Oberflächen, dafür haben wir da das Wissen absolut in der Tiefe, das wir ihnen gerne zur Verfügung stellen. Ja, also wie wir schon in dem Vortrag gesagt haben, ist für uns einfach wichtig, dass Menschen miteinander sich austauschen, ein Netzwerk bilden. Und das bei allerbester Kulinarik, zubereitet auf außergewöhnlichen Produkten der vertretenen Unternehmen. Steininger steht für Interior Design. Wir produzieren hochwertige Einrichtungen, hochwertige Möbel mit einem Schwerpunkt für Küchen. Und was wir hier sehen, ist unser neuestes Modell, die Rock Air, ist eine Outdoor-Küche, voll outdoor-tauglich, ganzjährig. Unternehmen, die zusammenkommen, gerade in diesem Kreis, haben natürlich die Möglichkeit, das Netzwerk zu beleben, die Kontakte zu verteilen. Natürlich ist es auch die Komponente dessen, was die Leute produzieren, sehr hochwertige Qualität in allen Produkten, sehr wichtig, um so ein gemeinsames Netzwerk ordentlich am Leben zu erhalten. Die Kooperation eigentlich oder Zusammenarbeit, wie Sie es schon gesagt haben, ist das Spezielle, dass jeder ein anderes Material hat. Und Materialien ergänzen sich. Zum Beispiel bei Armaturen sind die aus Messing, die Armaturen passen gut zu Stein oder zu den anderen Wandbelägen. Also für mich ganz toll, jetzt neue Sachen mit nach Hause zu nehmen für den Kunden. Und auch wenn man schon sehr lange in der Branche tätig ist, man braucht auch die Haptik, man muss angreifen können. Nur auf Papier ist es zu wenig. Man kann das Produkt viel zu wenig dann beschreiben, den Kunden. Also in unserer Branche, ich glaube, wie in vielen Bereichen ist es sehr wichtig, dass man sich untereinander austauscht. Ja, und da bietet eben das Steinzentrum eine gute Bühne, sozusagen verschiedene Bereiche, verschiedene Berufsgruppen zusammenzubringen.